Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Philos TV. Es ist wieder soweit, eine weitere Episode in unserem Let's Play-Format Let's Play Together the Forest. Natürlich wie immer mit dabei Kodiak. Nein. Wir haben euch das Sammeln und Aufbauen von Ressourcen und die Base mal erspart. Wir haben uns jetzt hier unsere kleine Insel im See aufgebaut. Hier ein bisschen Beete mit den Heilpflanzen, ein paar Ständer für die Felle, Stöcke, was zu trinken, was zu essen. Wir haben jetzt vor, einige Exkursionen zu machen. Exkursionsleiter Kodiak wird gleich voranschreiten und wir haben vor, die eine oder andere Höhle zu durchsuchen, zu durchforsten, um ja, den einen oder anderen Gegenstand, der uns vielleicht mal nützen kann, zu finden. Unter anderem wäre es mal cool, wenn wir irgendwie eine Karte hätten, damit wir auch wissen, wo wir sind. Ansonsten haben wir vor, unseren Questlog mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt hier, beziehungsweise wir, natürlich die Mission Timmy zu finden. Dann haben wir jetzt noch hier irgendwie eine komische feuchte Höhle zu erkunden, einen Weg im Kessel zu finden und und. Das wollen wir jetzt mal peu à peu durchgehen und versuchen, ja, abzuschließen. Entsprechend jetzt heute für euch die erste kleinere Exkursion. Wow. Lange Rede, kurzer Sinn. Let's Vielleicht go. solltest du nach so einer langen Rede eventuell einen kleinen Knall oder sowas einfügen, damit die Leute wieder wach werden. Ja, also dafür bist du ja eigentlich da. Okay, alles klar. Ja, du könntest eventuell Timmy suchen. Ich werde dann auf jeden Fall mal die feuchte Höhle erkunden. Das klingt für mich ganz lohnenswert. War das Es jetzt der geht auf jeden Fall in Knall, diese von dem Richtung. du sprachst, oder? Es war der Knall, von dem ich gesprochen Ah, habe. ja. Jetzt sind alle Zuschauer wieder wach. Deine Mutti und meine Mutti. So, das müsste eigentlich schon irgendwo hier vorne sein. Also ich habe natürlich keine Map, weil wir jetzt quasi auf der Suche nach der Map sind. Also man findet ja irgendwo hier in den Höhlen, in dem Höhlensystem findet man eine Map und ich laufe jetzt gerade zu der Höhle, in der es diese Höhlen, diese Map gibt. Geil. Da ich aber Also keine Map habe, weiß ich ja nicht genau, wie wo oft die liegt und man ich. Map benutzen kann in einem Satz. Ja, es ist halt, ich, weißt du, ich suche ja die Map, damit ich die Map benutzen kann, habe aber keine Map, um die Höhle zu finden, auf der oder in der die Map liegt. Ja, verstehe. Ja, und deswegen ist das hier jetzt halt ein bisschen tricky. Du kannst übrigens nochmal Stöcke mitnehmen, ne? Also nicht jetzt dran vorbeilaufen. Ja, sicher. Und die Also, nochmal kurz ist voll doch. machen. Was brauche ich denn noch? Ich habe gar Aber hier geht es auch ganz schön tief keine. runter. Josh, ich spring mal runter und sag mal, ob das gefährlich ist. Ja. Ich glaube, hier war ich schon mal Ne, ist irgendwann. safe. Okay. Oh, hier sind noch blaue Beeren, die esse ich. Yam, Oh, yam, lecker yam. Schicko, ey. Kann ich nicht mehr Oh, drauf. Ja, hier können wir noch mal ein bisschen Holz, ein bisschen Stoff mitnehmen, meine ich. was ist denn jetzt hier? Ich Alles bin gut, jetzt pass hier auf. runtergesprungen. Ist jetzt, geht's jetzt hier doch nicht lang, Wieso oder was? bist du denn jetzt runtergesprungen? Du hast gesagt, spring Dicker, dann springt der Dicke. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du tatsächlich springst. Also ich nehme jetzt gerade noch mal so ein bisschen was auseinander, weil hier noch Stoff ist. Und wie man ja weiß, brauchen wir immer Stoff. Stoff ist Mangelware in diesem Spiel. Jetzt auch schön viel Stöckis. Yummy, yummy. Na, ja, ich komme zu dir runter. Hier wird es auch langsam aber sicher dunkel. Also ich denke mal, von diesen komischen Kannibalenlagern sollten wir uns eventuell entfernen. Hier ist Das nicht. könnte sonst eventuell tricky werden. So, wo hast du jetzt den Stoff? Ja, es müsste. Nee, alles gut, hat sich erledigt. Ja, hier müsste jetzt eigentlich irgendwo eine große Lichtung mit einer Base sein. Oh, noch Aua! Benzin, ey. Oh ja, Benzin ist gut, ich habe kein Benzin mehr. Hier, also hier liegt Benzin. Ah, ich hab eine Höhle gefunden. Ja? Hier bei mir. Wie gesagt, hier Benzin. Willst du Benzin? Ja, War hier jetzt in ist die diesem Frage, ob ich Lager. die Höhle wieder finde, wenn ich. Ja, dann lass uns tauschen. Ja, hier unten drin ist auf jeden Fall dann. So einfach durch mich durchlaufen und weiter in die Richtung, dann kommst du da an. Und wo ist das Lager? Durch mich durch und in die Richtung. Ah, okay. Oh Gott. Au, sogar zwei Kisten, Scheiß nice. Fledermaus. Ja, damit, ich komme zurück und dann gehen wir in die kleine Höhle rein. Bitte sei Geil. kein Schwein, du kleiner dicker Lappen. So, nochmal kurz eine Ditt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 
Den Ball. Geh rein da, du Lappen. Ja, danke. Los, du Oh, Dicky. unsere Hände berühren sich. Aha. I. Bäh. Bisschen dunkel hier. So, ich Hallo? habe Angst. Moin. Hallo? Oh, hier muss man sich ducken. Hallo? Nein. Glaube, du musst Was haben dagegen wir denn schlagen. da? Da muss man irgendwas gucken. Junge, ich will die mit. Geile Zeichnung. Läuft bei Schön. ihm. Ja. Läuft bei wem auch immer. Bisschen Psycho. Ja, was ist? Hau dagegen. Deine Mutter, ey. So ein Stück Holzding hier, das hält mich doch nicht auf. Ich bin Monster. Ganz schön dunkel hier. Da hängt schon wieder einer. Hier sind Wieder Uhren manche dran. Kästen. Sind da Uhren dran? Ja. Oder lässt Geld fallen. Was war das? Ja, ich weiß Was war nicht. das? Hier geht's auch lang. Hier geht's auch lang. Ich komme erstmal zu dir. Wir gehen erstmal den anderen Weg. Der andere Weg sieht vielversprechend aus. Oder? In diesen Kisten sind Lebensmittel drin. Leckt mich am Fuß, ist das dunkel hier. Erstmal gönne ich mir jetzt eine Coke. Und ein leckeres, getrocknetes Elixier. Was zu essen? Ist dann da runtergefallen. So. Also nochmal zu dem Tipp mit dem Speer. Also der ist zwar ziemlich geil und schnell, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als würde diese Keule, die ja noch Angriff auch blocken kann, Rechtsklick, das kann der Speer leider nein, leider gar nicht. Den kann man nur schmeißen. Und ich bin zu dumm, den Gegnern auszuweichen. Beziehungsweise wir haben jetzt mittlerweile die Taktik, ich stelle mich hin, weil ich der Dickste bin, halte meine Keule entgegen und dein Cody kloppt mit Pfeilen drauf. Bisher Ja. funktioniert's. Oh, ich kann übrigens noch ein paar Pfeile herstellen, fällt mir gerade ein. Wo Brauchst du sind die noch Federn? Ich Federn? hätte noch Nee, 50. ich hab, danke. Okay, kann man da eigentlich, kann man eigentlich tragen? Gab's nicht auch mal einen Köcher? Köcher hatte ich gar nicht mehr. Also ich habe jetzt 26 Pfeile, das wird jetzt erstmal. Ich kann aber auch jederzeit neue herstellen, von daher ist Stimmt, okay. Digga. Dunkel wie in einem Rattenarsch. Was haben wir Fannies, denn hier? Fannies. Zähne. Lecker, lecker, lecker. Oh, köstlich. Danger. Hier sind ja Stöcke. Ah, gut. Habe ich die Stöcke, die ich gerade zum Craften gebraucht habe, direkt wiedergefunden. Alles gut, wir können wir aus der Höhle raus. Tschüss. Danke für diese tolle Explosion. Okay, das ist ein dicker Mutant. Das wird auf jeden Fall Hier Big Boss sein. sind 1, 2, 3, 4. Der erste kleine kommt. In deinen Kopf. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, ein dicker Handy, Army. Oh, komm. Stirb, 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 du Bastard. Stirb. Ich versuche dir erstmal die Kleinen wegzuschießen. Hinter dir, Flosche, hinter dir, hinter dir. Komm da raus, komm da raus, komm da aus dem Loch raus. Wieder einer down. Der Dicke kommt wieder. Oh, der will zu mir, der will zu mir, der will zu mir. Ich muss hier weg. Der ist down. Oh, da ist noch ein kleiner. Da ist noch einer. Auch weg. Läuft bei uns. So, von den Läuft bei Dicken, uns. da gibt es wohl eine nette Mutantenhaut. Die kann man nämlich häuten. Zack, da ist sie. Und einmal angelegt. Dann gibt es hier die tollen lilanen. Ja, wie soll ich es Die nennen? tollen Wie nennt man das? Felder. Felder. Ich weiß halt nur nicht, wie viel Panzerung es dadurch gibt. Also die Lilanen, die halten auf jeden Fall gut was aus. Hier sind Koffer mit Stoff drin. Okay. Und mit Schokolade. Schokolade? Schoki! Die kleine Schokolade. So, dann geht's weiter. Da ist schon wieder. Ne, da hängt einer. Das. Oh. Oh. Jetzt Hi, du wohl Sweetie. Der hat ja eine geile Unterhose an. Auch noch Wir eine haben Uhr. Platz 2B gefunden. Verdammt, hier ist U. Wie Platz 2B. Ja, steht bei mir, stand bei mir unten rechts, das ist Passagier von Platz 2B. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas in der To-Do-Liste abgehakt worden ist. Aber es hat doch, man hat doch so eine Passagierliste gekriegt, oder?
Ich brauche noch Geld. Hier, Passagierliste. Also ich habe jetzt auf jeden Fall einmal Sprengstoff im Inventory. Ja, habe ich auch einmal. Nice. Ja, schon mal zwei Bomben. Hast du noch du kannst nicht mehr Armbanduhren tragen. Da konnte man doch auch irgendwas mit craften, ne? Das war doch hier. Ja, die... Sprengstoff. Aber nur wenn du hier diesen Kleber hast, diesen ach, das Tape. Die, Panzerband, ja. Okay. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Stoff gefunden, sehr schön. Ja gut, dann geht's weiter, ne? Oh Gott. Hier geht's runter. Ja. Links oder rechts? Links oder rechts? Was haben wir erst hier oben? Was war das? Ich habe auf irgendwas eingeprügelt. Da geht's auch runter. Ja, wir gehen hier erstmal weiter. Oh, hier ist auch noch ein Koffer. Denk dran, die Koffer mitzunehmen. Ja, ja. Da ist immer schöner Stoff drin. Dunkel. Zu. Benni, geh mal vor. Das ist die bessere. Das ist das bessere Feuerzeug. Genau, das ist das bessere. Das ist das Zippo, ich hab nur das Dick. Komm hier. Hallo? Ich muss erstmal was essen. Erstmal getrockneten Hasenfuttern hier. Wieder Zahnis. Was haben wir denn hier? Ein Beutel. Na egal. Junge, geh weiter. Oh. Oh, da Geld. Kommt irgendwas. Money. Oh yeah. Kommt irgendwas? Scheiße. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Passagiere gefunden. Wir haben vorhin ein bisschen Geld gefunden. Das ist ziemlich krank. Ey, cool. Ich habe einen Katana gefunden. Oh, jetzt geht's. Nice. Ich bin ein Ninja. Ich hab Dynamit gefunden, ein paar Tabletten, was zu essen. Jetzt habe ich natürlich leider gerade den Hasen verspeist. Ich kann aber nichts blocken. Aber wie guckst du dir die denn an? Also wie siehst du denn, dass das jetzt Passagier XY ist? Da stand unten links bei mir, wo jetzt Sammeln Schildkrötenpanzer 0 von 3 steht. Hm. Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Stand dann bei mir gerade Passagierplatz so und so. Man, das ist ja ein bisschen creepy hier alles, ne? Also. Du hast jetzt die ganze Kohle wieder an dich genommen, ne? Ja, habe ich. Hi-ja. Hier kann man noch Soda sammeln. Okay, hier ist Essen, Trinken, aber brauchen wir nicht. Oh, Benzin, sehr schön. Nice. Kann ich direkt schon mal. Benzin. Wieder den. Also, ich glaub, das Katana ist schlechter als die Keule. Mal kurz gucken. Schaden. Ja, nichts zum Blocken. Ist aber sehr, sehr schnell. Ja, das stimmt. Hier geht's hoch, glaube ich. Aber nicht schneller als der Speer. Hier geht's nicht hoch. Hier geht's nicht hoch. Meine Fresse, ist das hier dunkel, Alter. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, das war's. Hier ist ein Gang, hier ist ein Gang, hier ist ein Gang. Noch ein Gang. Soda. Soda. Komm, ich trinke jetzt mal ein Soda. Ich habe so viel Soda. Ah, hier sind noch ein paar Köpfe. Cool. Und eine Taschenlampe! Ne! Was ist das denn? Wo ist die hin? Wo ist die? Ne? Wo ist meine Taschenlampe? Hat ich kann sie nicht sehen. Ich auch nicht. Ich auch. Ach, da ist sie. Ganz links. Aber ja, dafür cool. Brauchst du Batterien, ne? Ja. Aber ich glaube, wir haben noch Batterien sogar mal gefunden, oder? Keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall erstmal mein Feuerzeug. Wieso komme ich da? Feuerzeug ist auch okay. Na gut, versteckt das Ding. So. Ganz schön hell das Ding. Leck mich am Fuß, ey. Also gar keine Angst mehr so richtig. Hier geht's wieder raus. Dann müssen wir jetzt ja noch runterkraxeln, da das komische Kabel, da war ja auch noch was. Hoffentlich verbrennst du dir die Hände beim Runterkraxeln. Bist du hinter mir? Ja. Den kenne ich jetzt mittlerweile. Na, irgendwann klappt der nochmal. Da bin ich richtig hin. Komm mal ran hier auf den Meter. Boah, ich bin echt erstaunt, dass ich durch diese Felsspalten hier passe. Ich auch. So.
Oh, du Hier Koffer. geht's runter. Tschüss, Erstmal muss ich mir ein Abgang. anderes Outfit anziehen. Und hepp. So, dann trinken wir mal kurz einen Schluck aus unserem Wasserschlauch. Oh, hier sind immer wieder ordentlich Stoff. Kann man tolle Bilder sammeln. Ah, nein. Toll. Schön. Ich möchte auch gucken. Oh, süß. Oh, was süß. Oh, nee, ist das hübsch. Toll. Ist das? Ah, hier ist wieder irgendein Teil von Timmys Spielzeug. Wo? Hier lag das. Ich hab schon eingesammelt. Jo, ich hab den. Bald ist der Roboter ganz. So. Mal hier wohl wieder hoch oder wie? Nee. Was ist das? Oh. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört! Wo? 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 Egal. Aha. Ist hier noch irgendwo lang? Okay, hier geht's wieder hoch. Hoch. Ausdauer das kostet. Sieht jetzt ein bisschen dumm aus. Krabbelst du in mir? Ja. Ekelhaft. Ekelhaft! Du bist eine Ekelhaftigkeit, Flaschi. Danke. Danke. Wann sind wir denn endlich da? Hallo? Wie lang ist dieses Seil? Aber ich finde das echt lässig, dass der da immer mit seinem Fahrzeug in der Hand klettert. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Macker. Du, ich glaube, wir sind gleich wieder an der Ober. Ja, wir sind wieder an der Oberfläche. Das ist quasi der andere Eingang zur Höhle. Aber die Karte, die du versprochen hattest, haben wir jetzt nicht gefunden. Ja, dann ist das wahrscheinlich die falsche Höhle gewesen, du Schlaumer. Ich habe doch gesagt, ich habe keine. Oh oh. Hallo. Hey, was geht ab? Ey, bleib mal stehen. Komm her. Oh, hier, jetzt will ich das Katana ausprobieren. Oh ja. Also. Alter, ist das schnell. Pure Tod. Ich hab das alles auf Bunch. So, beschütze dich mal kurz. Ich muss mal kurz die Map angucken. Mal schauen. Ah ja, okay, alles klar. Wir sind wahrscheinlich dann da rein. Und hier wieder raus. Das heißt, wir müssen jetzt nach 9 Uhr quasi. Da ist, glaube ich, okay. Hier so ein Feuermensch. Der kommt auf uns ja, zu. Ja, komm, Feuermensch. Dann lass uns den nochmal holen. Moin, Feuermensch. Ey, der hat einfach nur eine Fackel in der Hand. Ey, das bleibt doch mal stehen. Komm zurück. Das zurück! Nein, ich bin auf der Desktop geswitcht. Ah! Ah, schon wieder! Mein Gott nochmal. So, ich brauche was zu essen und dann müssen wir. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ah ja. Ja. Yeah. Gut. Ah, guck. Ihr seht guck. Wieder, unser Name ist Programm. Da ist unsere Base. Da ist unsere Base. Ah, ja, hier, warte. Ich check das eben kurz aus. Hier sind wir rausgekommen. Ah, okay, wir sind viel zu weit gelaufen gerade eben. Alles klar. Okay, ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Folge mir. Folge mir, du hässlicher Mungo. Was für Mungo? Wo ist Mungo? Ich hab Hunger. Ich esse erstmal ein bisschen Schokolade. Warte, ich brauche Schokolade. Essen. Miam, 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 miam. Wer war das? Wer schreit da? Okay. Hinter uns zwei Stück. Hinter uns zwei Gollums. Alter, was war das für ein Special Move? War das der Roundhouse Kick mit dem Katana? Ja. Jetzt hast du mal gesehen, dritte, hier ist noch eine Troller. Heppa, und pum, bam, zack, bum, pum. Du wirst okay. Geschnetzelt, du glaub, kleine Hure. Ich glaube, ich muss das auch mal testen. Stirb, du Schlampe. Hinter dir, ein Gollum. Was? Oh, komm her. Wo? Fast in die geklopft. Oh ja, yeah. Und tschö. Easy. Und tschö. Gefällt mir das kleine. Diese Gegner sind keine Gegner mehr für uns. Okay, das war jetzt mal wieder nicht so ganz logisch. Ich muss mal eben kurz gucken, wo wir. Da müssen wir jetzt hoch, links, rechts, dann nach Norden. Hinter dir ein Riesenvieh. Mach Spaß. Deine Mutter, Alter. Du bist ein Riesenvieh. Ein Riesenrindvieh, du. Ja, das meinte ich doch. Ja, komm her. Komm, folge mir. Komm, Ich muss mal kurz gucken, warte. Da ist unsere Base, das heißt, hier ist Süden. Erstmal da ja. Ist Norden, das heißt, hier irgendwo auf dem Plateau müsste theoretisch. Wir haben das Katana. Praktisch müsste hier irgendwo. Du, ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Dunst. Oh ja. Folge mir.
Gut, wie ihr seht, haben wir hier wieder mal einen Profi am Werk, Exkursionsleiter Cody. Oh, hier ist ein See, hier ist ein See. Ah, okay, ja. Der See ist Ich da, sehe das einen heißt. See. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, Kurz folge was mir. essen. Folge mir, hässlicher Moor. Hässlicher was? Komm, folge mir. Bei Fuß. So, hier muss das jetzt irgendwo sein. So, die Fackel kann ich immer ausmachen. Das ist eine gute Idee. Bam, bam, Hier bam. muss Ah, irgendwo. hier ist ja eine Echse. Ha! Reste du hier. Hier muss irgendwo. Ah, hier ist das Loch. Da sind wir Hier schon muss ein zu Loch weit. sein. Oh! Das ist immer so geil, dass es von der einen Sekunde auf die nächste anfängt zu regnen. Und dann geht die Welt unter. Ah, hier ist, okay, hier ist der See. Das heißt, von hier aus müssen wir straight nach Süden. Jetzt müssen wir nur wissen, wo Süden ist. Also hier muss irgendwo, auf diesem Plateau muss der Eingang zu der Höhle sein. Hier irgendwo. Muss der sein, Floschi. Ja, okay, ich suche. Hier ist Also ein der muss hier oben Baumstamm. sein oder kann der auch hier unten irgendwo sein? Naja, da muss hier oben irgendwo. Was ist denn das da jetzt? Sekunde mal. Ah, das könnte ja sein. Das sieht Ja. irgendwie ein bisschen komisch aus hier. Was? Hör. Sprich mit mir. Ich verstehe dich nicht. Okay. Ne, ich weiß es nicht. Du, ich kann es dir nicht sagen. Hier muss irgendwo muss diese Kackhöhle sein, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt schwere Geburt. Ja. Gut, dass der Regen wieder so super laut ist. Alles geht. Ja. Das ist ja mal ganz komisch. Tatsache. Nee, das ist echt ganz komisch. Also, das verstehe ich nicht. Das Also, ist das hier halt ein ist auf Profis jeden am Werk. Fall der See. Das heißt, es müsste eigentlich. Da müsste direkt hier oben irgendwo in diesem Bereich. Müsste die Höhle sein. Hier irgendwo. Hier irgendwo soll die Höhle sein. Ja, ich würde sagen, diese Suche setzen wir in der nächsten Episode fort. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, diese kleine Exkursion hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder wenn ihr noch irgendwelche Tipps zu den Höhlen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö. Ciao.